Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem weiteren Apex Legends News Update. Bevor heute das Event startet, habe ich noch ein paar Neuigkeiten für euch. Einmal geht es um einen Level 500 Bug, um die G7, die mit Sicherheit jetzt genervt wird demnächst. Spätestens zu Season 4 können wir davon ausgehen. Und Skill-Based Matchmaking ist nicht in Bearbeitung, aber es wird beobachtet. Fangen wir direkt mal mit dem 500er Bug an. Das wird die wenigsten betreffen. Ich kann auch nicht sagen, ob es alle Plattformen betrifft, aber folgender Error wird kommen, wenn ihr Level 500 erreicht. Ihr könnt euch nicht mehr ins Spiel einloggen. Ihr könnt einfach nicht mehr zocken. Und dieser Error geht nicht weg. Der ist zurzeit nicht behoben. Wenn wir Glück haben, auch wenn es wirklich nur sehr, sehr wenige betrifft, weil Level 500 zu erreichen oder jetzt schon zu sein, es ist echt finster. Aber trotzdem die Warnung an alle, die kurz davor vielleicht sind, durchforstet lieber, bevor ihr es erreicht, ein bisschen das Internet und geht auf Nummer sicher, dass dieser Bug wirklich behoben ist. Sobald ich darüber was Neues erfahre, dass das behoben ist, informiere ich euch natürlich darüber. Das soll es soweit von dem 500er Bug gewesen sein. Die G7 wird genervt. Also das ist keine Wahrscheinlichkeit, das passiert tatsächlich. Ob es jetzt am Grundschaden was zu fixen gibt oder ob vielleicht der Double Tap sogar verschwindet. Ich hoffe nicht, dass der Double Tap verschwindet, weil es kann ja nicht sein, dass jede Season vielleicht ein neuer Hop-Up erscheint, so wie es in Season 2 der Fall war mit der Unterbrechermunition für die Alternator, was wirklich zu heftig war. Deswegen hoffe ich, dass sie nicht wieder denselben Fehler machen, bringen einen Hop-Up, der eigentlich ganz geil ist, aber dann nächste Season wieder rausfliegt, weil es zu mächtig ist. Ich gehe davon aus, dass der Grundschaden angetastet wird, denn aktuell macht der Grundschaden 34 Schaden aus. Das sind 3 Kugeln ohne eine Rüstung. Wirst du da geplättet von der G7 und mit einem Double Tap rotzte zweimal drauf und der ist down. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Grundschaden ein bisschen reduziert wird und wahrscheinlich der allgemeine Schaden beim Double Tap auch nochmal reduziert wird. Zumindest ist das meine Hoffnung. Ich finde, es ist auf jeden Fall notwendig, weil die G7 wirklich zu heftig ist. Das war's zu der G7. Bei der G7 können wir übrigens davon ausgehen, es könnte vielleicht heute mit dem Patch schon kommen. Ich gehe aber eher von Season 4 aus. Und als letztes das Skill-Based Matchmaking. Da habe ich optisch jetzt leider nichts für euch. Es gab auf Twitter eine Konversation zwischen der Community und einigen zwei Mitarbeitern von Respawn. Und da wurde über das Skill-Based Matchmaking geredet. Und es ging hauptsächlich darum, dass in Public Lobbys es oft so ist, dass du ständig auf Predators triffst, die wirklich Predator sind und sich nicht mit Dashboarding hochgepusht haben, haben gefühlt alle eine 20er Bomb und 4000er Schaden Badget. Und das kann einfach nicht sein, dass ich im Ranked es jetzt mittlerweile einfacher habe als in Publics. Und das wird jetzt genau unter die Lupe genommen, speziell es gibt, das kann ich immer noch sagen, auch wenn ich jetzt ein bisschen anfange zu stottern, sorry dafür, es gibt 3 verschiedene wie schimpfe ich denn das jetzt am dümmsten? Es gibt 3 verschiedene Lobbyarten, je nachdem welches Level du hast. Und die höchste Lobby, in der die meisten sind, ist diese Predator-Lobby. Und da sind halt die meisten Predator-Spieler mit den finstersten Badges. Und wir alle wundern uns als Casual Gamer, warum wir ständig in solchen Schwitzer-Lobbys landen. Also es wird auf jeden Fall näher unter die Lupe genommen. Ich hoffe, dass in Season 4 da endlich was passiert. Ich für meine Begriffe finde das mit dem Matchmaking mittlerweile fast unspielbar. Und das geht mir mega auf den Sack. Ich weiß, ich bin da nicht alleine. Ich hatte das Thema jetzt gerade erst in meinem Livestream. Lasst bitte einen Daumen dem Video da, wenn ihr es informativ gefunden habt. Ein Abo, wenn ihr neu seid und keine Infos verpassen wollt. Wie gesagt, gibt es nähere Informationen zu dem 500er Bug und allgemein seid ihr bei mir genau richtig, halte ich euch auf dem Laufenden. Ich wünsche euch einen mega fetten Einstieg auf jeden Fall in das neue Event, was heute, denke ich, gegen 19 Uhr startet. Und es wird ab morgen jeden Tag bis Freitag auf jeden Fall einen Livestream für das Event vormittags geben. Und nächste Woche natürlich auch, dass ich wenigstens jeden Modus des neuen Events einmal durchgezockt habe. Das war es jetzt von mir. Viel Spaß beim Event. Bis morgen. Haut rein. Ciao.